aufzuräumen, dem ziemliche Scheiße passiert ist. Das kranke Schwein ist ein leichtes Ziel, wenn du den Hügel im Westen nimmst. Das werden wir tun. Karre haben wir ja schon. Ja, geradeaus fahren. Wie soll denn da raufkommen? Würde mich verarschen. Ist doch lustig. Kann man das niederfahren? Hoffentlich die Dinger da. Ja. Das wäre jetzt nämlich blöd, wenn nicht. So, rauf, rauf, rauf. Zaun kriegen wir auch noch weg. Jawohl, läuft. Release haben wir nur halbwegs. Das geht. Wir müssen den Hügel da rauf. Ja, yeah, ja, yeah, laber nicht, Tussi, laber nicht! Wir müssen irgendwie diesen scheiß Hügel rauf. Da vorne sind Bullen, da muss man ein bisschen aufpassen, Leute. Sonst wird's unchillig. Hier gibt's was, das nehmen wir schnell mit, wenn wir schon vorbeifahren, dann kann man das mitnehmen. So. Zack, und wir haben's. Ja, ich bin auch froh, dich zu sehen. Du bist der Superman überhaupt. Und tschüss. Seht ihr, das geht ihm vorbeifahren. Das kann man schon mal machen. Gut stehen bleiben. Schönes Stückchen haben wir ja noch, ne? So, jetzt schauen wir, dass wir diesen Bullen da wieder einholen. Der hat ein bisschen Vorsprung. Oh, das sind mehrere. Nein! Das finden die wieder nicht lustig, ne? Ach, scheiße. So werde ich die nicht los. Da müssen wir das anders machen. Das ist jetzt blöd. Alter, ihr Idioten. Da fahren sie hoffentlich nicht nach. Ich kann nicht fahren mit dem hinnigen Kraxen hier. Hau mal ab, zu Fuß. Scheiß Bullen. Wir müssen mal kurz weg, Leute. Der Auftrag muss warten, weil die sind jetzt sauer. Und zwar richtig sauer. Das ist gerade jetzt nicht der Burner. Wir müssen da raus aus diesen Dings. Aber das Problem ist nur, das ist eine riesen Fläche. Aber gut, wenn sie uns verlieren, dann passt sie auch. Also so gesehen ist okay. Ich muss nur ein bisschen untertauchen. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Aber die sehen mich nicht. Das ist das Gute. Wir gehen da hinten rum. Na, Mega-Lag. So, was leckt denn hier so grauslich? Ja, ich muss nach links, das ist das Problem. Aber ich schau mal, dass ich aus dem Gebiet hier rauskomme. Ja, die Bullen finden das nicht so lustig. Was ist denn hier für Stand-Lags, ey? Gerade läuft's überhaupt. Keine Ahnung, was das soll. So, wir sind wieder back, Leute. Sorry für den kurzen Dings, aber, pff, ja. Eine kleine Unterbrechung, da ist irgendwas gewesen. So, jetzt muss ich auf den aufpassen da. Dass wir denen jetzt zu viel am Sack gehen. Da kommt eh nicht runter, der Depp, aber er hält mich halt auf, ne? Weil ich muss da vorbei, ich muss jetzt warten, bis diese Verhandlung abgebrochen ist. Schauen wir mal. Hier könnte man raufgehen. Schnappen wir uns den Pisser. Wenn er mich sieht, wird er sauer. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Na, läuft! Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Oh, du dumme Bulle. Hast du Glück gehabt? So, wir müssen da rauf, Leute. Wir müssen da rauf. Sorry für diese kleine Unterbrechung vorher, aber das waren so Mega-Lags und ich weiß nicht warum. Wir sollen diesen Typen da drüben töten und der hat auch einen Wachposten. Was aber kein Problem sein wird, das werden wir schon hinkriegen. So.
Oh, jetzt ein Sniper, Leute, das wär's. Boah, ist das Müll da unten. Ich glaube, hier sollte man nicht reingehen. Na, geh vorbei da. Wie geht's dir? Na, besser, wir machen das von unten. Bevor ich durch diese Drecksoße hier durchgehe, das ist glaube ich nicht so der Burner. Ja, es sind einige Leute hier. Ich sag mal so, ein guter alter Molle würde sicher einiges erledigen hier von denen. Das könnte funktionieren. Schauen wir mal, von hier wird es zu weit weg sein fürs Pfeifen, oder? Ja, scheiße. Ja, wie soll ich sonst rankommen? Das ist ein bisschen blöd. Boah, da sind viele. Ja, wir müssen ein bisschen aufräumen. Hallo, Kumpel. So. Nicht, dass das eine Ratte war. Ich hoffe, der kommt jetzt hier schön rüber. Oh, hoppala, falsche Hast Taste. Einen Witz? Habt ihr ihn gesehen? Ich beschall's mich. Das ist ein Todesurteil. Bereit machen! Du bist tot, du weißt es nur noch nicht. Renn, du Wichser! Gerade war der Penner noch nicht. Gut, woanders. Oh, scheiße. Molotow? Ich brauche Verstärkung, sonst gehen wir nur drauf. Jemand muss diese Barclay-Motherfucker killen. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Jawohl, meine Leute kommen auch. Das zumindest. So, der ist hin. So, wir kassieren hier überall ab. Ja, oh, Schwein. So, ich habe keine Muni mehr, wir müssen die Waffen wechseln. Zünd dich selber an, du Depp. So, dann schauen wir, was wir hier abstauben können. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Jo, läuft. Kann man nicht meckern. War ein bisschen actionreicher, aber ist okay. Und Damage haben wir auch gemacht genug. Leute, wunderbar. Wir gönnen uns dieses Cabrio. Oh, hoppala. Natürlich vorher noch bei Skrazee, das nehmen wir natürlich mit. Natürlich klar. Wir könnten auch mit dem Müllauto fahren, geht das? Lol, das geht. Machen wir mal. Sicher lustig. Eine scheiß Dreckskarre hier. So Leute, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir da hin und zwar das da machen. Wir könnten noch so eine Müllhalde machen, aber wir müssen das ja nicht alles. Im Endeffekt reicht's ja, wenn wir das so haben. Oh, mit der Karre wirst du bald, Leute. Oh. Das ist eine Idee wieder gewesen hier. 800 Meter haben wir. Scheiß Bullen gewachsen, ne? Oh, das ist eine blöde Karre. Das war wieder eine Idee. Die ist auch langsam. Da werden wir alt werden. Oh, hoppala. Entschuldigung. Sind die sauer? Sonst, wenn wir hier rumballern. Ja, das dauert ein bisschen, aber es ist schneller wie zu Fuß. Ne? Das zumindest, Leute, es ist schneller wie zu Fuß. Da werden wir wohl alle einer Meinung sein. Jetzt werde ich nur rechts überholt hier, ey, von so einer Scheißkarre. Fast, sagen wir so. Aber bis die Karre hier Gas gibt, dann bist du ja auch in Pension. Aber wir sind gleich da durch den Tunnel und fertig. Gott sei Dank, ey, aber schnell ist die wirklich nicht. Was die Geschwindigkeit kriegt, das ist richtig eklig. So. Dann fährt sie weiter. Und kracht wo rein. Bäm, Alter! Hat er abgeräumt. So, so, so.
Und da soll man hin. Wir werden auch das dann nun nehmen. Kann nicht schaden. Haben wir eins mehr. Ich meine, ich spare da auch Geld. So, da sind wir. Simmons war immer noch nicht hier. Alles erledigt, Fräulein. Irgendwas machst du richtig. Klingt, als müsste Mr. Simmons einlenken, wenn du dran bleibst. Was soll ich noch erledigen? Ich höre ständig, dass Mr. Simmons für einen anderen arbeitet. Einen älteren Kerl. Sollen wir jetzt wieder zu ihr, oder was? Ich checke nicht recht. Wenn das hier vorbei ist, finde ich hoffentlich eine andere Arbeit. Das ist jetzt ein bisschen ein Bug, habe ich so das Gefühl. Nun gut, dann fahren wir... Ja, was sollen wir jetzt machen? Das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich nur... Räume das Geldversteck aus, okay. Gut, dann machen wir das noch. Achso, ein bisschen Schaden ist noch. Okay, wir haben noch nicht genug, Leute. Ganz knapp nicht. Naja, kann passieren. Gut, dann nehmen wir uns den da aus. Die Bullen da drüben checken eh nichts, so blöd wie die sind. Und euch über Farmer. Einfach weil ihr es verdient. Weil ihr Säcke seid. Oh, hier sind aber viele. Jetzt habe ich schon wieder so ein Mega-Lag. Was ist denn da los heute erst? Hier drin sind die. Das nehmen wir aber mit. Das geht schnell. Hier sind nämlich drei. Das kann sich schon rentieren. So, wo sind die? Hier ist einer irgendwo. Da. Und da hinten. Da liegt was. So, und da hinten ist auch noch einer. Super. Haben wir drei so Dinger schon auf die Schnelle zusammengekratzt. Weil das brauchen wir auf jeden Fall nur für diese Verteilerkästen. Ne? Nehmen wir mal eine pinke Karre, sicher lustig. T-Shirt aus. Ja. So eine richtige Schwuchtelkarre. Scheiß Dreckszeugen. Aber das ist immer wurscht, denn ich bin ja schon so gut wie weg sozusagen. Entschuldigung. So, bis die kommen, sind wir schon weg. Hier ist offiziell nicht mal eine Straße. Und zumindest sehen wir es nicht. Da unten ist ein Verteilerkasten. Den sollten wir schnell machen. Perfekt. Perfekt. Oder? Schauen wir mal, wo sind wir denn eigentlich? Ja. Dann könnte man eigentlich den nächsten auch noch machen. Alter Hund. Aber Enzo ist ein zuverlässiger Kerl. Er und Ricardo kennen sich schon ewig. Wir müssen auf dem alten Schlag. Wir haben nicht das Geringste. So, wartet, Leute. Wir fahren dann weiter und machen diesen zweiten Verteilerkasten da hinten noch. Und dann gehen wir da rein. Irgendwo muss das sein. Na, hoffentlich sind da jetzt keine Feinde, weil nicht, dass ich eine kriege, wenn ich einen Verteilerkasten mache, aber ich glaube, es geht. So. Ja, ein bisschen klein, aber wir kriegen es trotzdem auf, der Kreis. Schauen wir auch noch schnell hintere, da gibt es nämlich so einen Verbandskasten. No. Das bringt immer sowas. So wieder Retour. Geschmeidig drüber. Und jetzt gibt es da drüben aufs Maul. Oh, scheiße, falsche Taste, sorry Leute. Ist es da drin oder was? Ne, ist dahinter, okay. An alle Einheiten. Ah. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und streiten.
hier werden wir unsere Weste und so ein Zeug holen. Jetzt hat er offen. Na komm. Wow, da müssen wir aber viele töten. Am besten ist, ich hole mal da Verstärkung und dann gehen wir da gemeinsam rein, so irgendwie halt, ne? Hier ist ein Haufen Geld zu übergeben in Barclay. Bin gleich da. Ja, die ist da oben, das bringt mir jetzt nichts. Ja. Toll. So, wir holen jetzt Verstärkung. Ich hab da ein paar Patienten in River Row. Brauchst nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Geh in Deckung, jetzt! So, wir haben es erreicht. Dann geht's los. Ich schieße. Arschgeige. Haut wunderbar hin, Leute. Jawohl. Wir haben einen Gast. Die ganze Scheiße. Den haben wir auch. Das Arschloch hatte ganz einfach Glück. Oh, 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 nicht gut. Zeig dich, Arschgeige. Na, läuft doch. Das haben wir unter Kontrolle, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!